Hallihallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Miwaha, wie es jetzt anscheinend heißt. Zusammen wieder mit den Nerdtasia. Hallöchen, liebe Freunde. Und als Kommentatorengast haben wir doch den Koloss da, weil der hat irgendwie zu viel produziert. Ja, hier bin ich. Hi. Gott, nee, ich darf nicht, ich hab Verbot. Theoretisch dürfte er schon, aber ja. Dann würde unser das Video morgen kommen und sei es in 2 Wochen. Kuhgrube, also ich bin jetzt schon mal drauf. Ach so, ja, ich komme auch. Ja, schlachte da nicht zu viel, ey. Dass du nicht so über... Weitere Gruben also, geplant? Wollten wir ja, nicht auf Schönheit gehen? So. Bitte mehr als so Kühe züchten, bevor... Abstellkammer. Okay. Ja, die hab ich cool gemacht, ne? Erstmal wieder nochmal so ein bisschen reingucken. Was sind das für Steine auf dem Boden? Schlafzimmer? Oh, Carlos hat uns ein schönes Schlafzimmer gebaut. Das sind polierte Dingens. Ja, ich hab euch ein Schlafzimmer gebaut, war das cool? Ich meine, so wenn ich ja, so... Kiste für so, den... Ich dachte mir auch, die Deckenhöhe, weil die nur 2 hoch war, dachte ich mir so, da kommt doch keine Luft an den Kopf, ey. Boah, und Zaubertisch hat er schön viele gemacht. Schön. Hier ist ja, ich versuche jetzt mal die Spitzhacke auf Glück zu machen. Oh ja, aber ich hab nur 8 Level. Alter, Malle. Weißt du, wie scheiße es war, mit Leder zu finden? Ey, ich habe da tausende Kühe geschlachtet. Ich habe 1,5 Stacks Steaks rausgekriegt. Aber nur knapp einen halben Stack Leder, ey. Weißt du, wie viel das... Übrigens, da ist das Weizenfeld? Ach, da hinten. Okay. Ja, Carlos hat nämlich schon mal ein bisschen... Alter, wie viel Bambus. Krass. Ja, das schön, ist, ne? Das ist eine Standardfarm, wie ich die immer baue. Also ich bin mehr so der Farmer und der Farmer-Typ so. Also ich bin echt, seitdem ich City War Nations spiele auf meinem Kanal, bin ich extrem auf Tränke brauen. Ja, Tränke, habe ich mich auch mal auseinandergesetzt, aber ich vergesse das immer wieder so schnell. Ich habe mir einen kleinen Zettel gemacht. Ich habe auch so einen Zettel. Ich weiß, dass man Netherwarzen als erstes braucht, um da so eine Grundessenz draus zu bauen, ne? Ja, genau. Apropos Netherwarzen. Und dann mit irgendwas mit anderen Scheiß mit Dingens, ne? Wollen wir jetzt mal das End betreten? Das Nether. Ja, das End. Nee, das ja die Nether, nicht das End, Mann. Das Nether. meine ich. Ja, gut. Ich werde jetzt aber vorher noch einmal kurz die Kühe und sowas vermehren. Okay. Ich habe mir hier gerade mal 7 Weizen geholt. Krieg da keinen Schock, wenn du da reingehst. Du kannst im Prinzip. Ja, lass mal, wenn du reingehst, 4 kannst du töten, bis nur noch 4 da sind. Das Huhn lässt du auch bitte am Leben. Also sammelst die Eier davon ein und droppst, schmeißt du einfach auf den Boden und hoffst, dass dann ein zweites Huhn rauskommt. Stormy, du hast eine für die komplette Feder. Eisenrüstung schon, ne? Ich habe eine komplette Eisenrüstung, ja, verzaubert sogar. Hast du noch ein bisschen Eisen? Im Inventar jetzt nicht, ne? Lagerlich noch eins. Ja, das aber nur eins. Und ein bisschen Erz habe ich da reingetan. Nein, eine Kuh ist abgehauen. Das ist nicht genug zum Rennen. Oh, warte. Also ist jetzt im Haus. Okay, so. jetzt ist sie tot. Oh, ich muss kurz meine mindestens Musik 2 Leben, machen. Ne? Wieso ist hier eine tote Kuh drin gewesen? So. Okay, Hühnchen, geh mal bitte weg. Danke. Nee. So. So, Kühe sind vermehrt. Protection 1 sollte reichen, Federfall sollte reichen, Spitzhacke, ja gut. Hast du irgendwas sortiert hier? Ah, guck mal, hier ist was zu essen, das ist sehr gut. Lang noch nicht so großartig, nicht wirklich toll. Oh, stimmt, ein bisschen verzaubern kann ich auch noch. Weil Brau stand da, also ich würde mich echt gerne um Tränke kümmern. Ja. Also ja, dann müsst ihr erstmal ein paar Lohnen klatschen, ne? Jo, da werde ich mich jetzt diese Folge drum kümmern. Ich werde die Lohnen klatschen. Das nicht verrext, ne? Das ist gefährlich da. Ich glaube, für die Rüstung jetzt momentan hier reicht eigentlich Schutz 1, oder? Auf jeden Fall. Also das sollte reichen. Gut. Nebenbei rendere ich die Folgen. Sharpness 2 habe ich. Also ich habe ein Sharpness 2 Eisenschwert, also. So. Okay. Ich bin mal gespannt, ob diese komischen Partikel auch in der Hölle sind. Ich bin mal gespannt, ob die Hölle jetzt überhaupt geht, weil eigentlich, also wir haben die jetzt angeschaltet. In Carlos Folge seht ihr ja das. ich hab das voll gefeiert. Ja, Downloading Terran. Oh, ich weiß noch gar nicht, wann die läuft, ey. Ja, ich kam nicht rein. Scheiße. Hallo, ey. Bei mir irgendwie. Ich sehe nur schwarz, jetzt bin ich drin. Er dauert einen Moment, denke ich, bis er sich aufbaut, ne? Ja, weil das jetzt komplett neu generiert wird, ne? Oh, geil, gleich Netherquarz hier. Ja. Ja, seid vorsichtig da. Schön, pass auf, hier geht es. Hier unten, Soul Sand. Haben wir eine Schaufel dabei? Hast du eine Schaufel dabei? Nee. Den brauche ich, ne? Wir brauchen Soul Sand, ja. Der wächst draußen, ja. Weil
das wusste ich nämlich bislang nicht, dass das darauf auf der Außenwelt wächst. Das heißt, wir brauchen noch mal eine Schaufel. Meinst du, du kannst noch mal eine Schaufel oder zwei besorgen? Ja, warte mal kurz. Ich muss mal kurz mein Handy auf lautlos machen. Das vibriert die ganze Zeit. Mhm. Ja. Weil wir haben hier echt viel, wir haben hier echt viel Seelensand am Anfang. So, jetzt muss ich aber erstmal eine. So, eine Schaufel. Doch, ich habe doch eine. Ja, gut, dann kannst, ja, kannst du Seelensand ein bisschen mitnehmen. Halt, hier, warte mal, wir sind ja auf. Kann dir auch eine geben hier. Oder so. Ne, das ist ja keine Schaufel, das ist eine Hoe. Oh, die sah in meinem Texture Pack genau gleich aus wie die Schaufel. So, Moment, ich werde jetzt. Texture Pack. Oh, Alter, was, wo sind wir denn ganz? Lauft euch nicht, ne? Ah, okay. Ah, okay. Ich schreibe mal die Koordinaten kurz in den Chat. 0, ja, welcher ist das? 76, 31. Hat vielleicht einer das Schild im Haus gesehen mit den Koordinaten drauf? Ja, ja. Ja, das habe ich was gebaut, um irgendwelche Hühner und Schweine festzuhalten in so Gruben. Aber irgendwie hat das nicht. Habe ich das nicht gebacken gekriegt, dass ich da irgendwie die Tiere wegkriege. Ich weiß noch nicht, ob ich da nochmal hingehe oder so. So, ich habe mir die jetzt auch nochmal auf den Zettel aufgeschrieben, Data-Portal. Okay. Ich baue nachher ein Schild in auch. So, Soul Sand ist schon mal. Nimm mal ruhig einen kompletten Stack mit. Ja. Vielleicht auch zwei. So, das heißt, ich muss mir jetzt erstmal eine Netherfestung hier aufsuchen. Deswegen die Koordinaten aufgeschrieben. Bin mal ganz schnell weg. Jo. Also ich laufe jetzt genau in die andere Richtung, ne? Okay. Vom, also wo du bist jetzt gerade. Alles klar. Von der Wand weg. So. Boah, da hinten ist noch schön viel Quarz. Und Glowstone. Ja, Quarz nehme ich auch gerade mit. Ja, das ist immer schön zum Farmen. Also ja, zum XP-Farm. Vor allem, wenn man dann nachher eine Glücksspitzhacke kriegen könnte, wäre es schon geil. Da kann ich auch eigentlich so ran, oder? Und nicht so viel laufen, falls du nicht zu viel so viel zu essen mit hast. Nö, ich habe noch 4 Brote. Ich habe 15 Steaks mitgenommen. Ah, die aus dem Ofen? Nö, aus der Kuh. Truhe. Okay, aus der Kuh. Aus der Kuh, ja, genau. Direkt aus der Kuh. Habe ich mir aus der Kuh rausgeschlagen. Boah, die müssen zäh sein, die Dinger. Wenn die direkt aus der Kuh sind. Steak muss ja bekanntlicherweise erst reifen. Ich arbeite ja mit dem Zeug. Echt? Ja. Mach eine Ausbildung zum Fleischer. Schon bin ich Level 15. Läuft. Ja, ich bin jetzt auch wieder 16. Da oben ist noch. Oh, Netherquarz ist echt das Beste, ey. Ja, definitiv. Zum Farmen ist das so super. Und zum Bauen ist es natürlich auch schnieke, wenn man dann irgendwie auf Schönheit geht, ne? Was wir da nicht tun. Was wir ja nicht tun, ne? Aber anscheinend unser Haus doch ein bisschen auf Schönheit aussieht. Ja. Das ist doch wunderschön, dass ich da so viel. Viel mehr konnte der Koloss ja auch nicht machen. Er konnte ja nicht in den. Ich habe die Räume nicht verändert. Ich habe es nur verschönert im Prinzip. Dass sie zum Beispiel mit dem polierten Granit und sowas. Das ist ja wie Marmor. Im Prinzip sind das ja 3 Marmorarten, die es gibt, ne? Ja. Ja, diesen weißen, den grauen und den roten, ne? Finde ich eigentlich ganz schön. Ich musste erstmal klarkommen mit den ganzen Dingen. Ob man da Statuen oder so bauen könnte. Kommt bestimmt irgendwann mal, weil modsmäßig gibt's das ja schon. Ups. Echt? Oh, cool. Obwohl, Microsoft hat die Überhand. Hoffen wir mal nicht zu viel. Aber bislang ist wirklich noch niemand gestorben. Ich hoffe mal, dass die da was Anständiges rausmachen. Wo, bei Minecraft? Nee. Also jetzt bei uns? Achso, jetzt in Miwaha. Nö, ich bin auch noch nicht gestorben. Oh, ich höre Gas. Das würdet ihr wissen. Ach ja, apropos Namen. Wir haben uns jetzt einfach für Miwaha entschieden. Ja, wir haben es jetzt einfach so belassen. Genau. Also auch von Anfang an irgendwie so prototypmäßig so war, ne? Und genau. Ihr müsst das einfach ganz oft hintereinander sagen, dann hört sich das gar nicht mehr so doof an. Ich habe am Anfang der ersten Aufnahme habe ich Mihawa gesagt. Und ja, haben wir auch, haben wir auch. Aufnahme. Ja, ich auch. Ich habe auch an der zweiten Aufnahme noch Miwaha gesagt. Hallo, willkommen zurück zu Miwaha. Miwaha. Gesundheit. Alter, ich bin schon wieder gleich Level 20. Ich bin schon Level 20. Nee, aber trotzdem danke an Let's Play Threesome. Ich habe das Kommentar mal hier eingeblendet, der ja einen Vorschlag gemacht hat. The Last Survivors. Hast du gar nicht. Doch, das Kommentar habe ich eingefügt. Nein, das fügst du erst im Nachhinein ein. Ha. Nee.
Ey, gibt's doch nicht, dass hier nirgendwo keine Festung ist. Ja, das Ding ist wichtig, ne? Ich meine. Ja. Jungs, ich zähle auf euch, ey. Aber ich habe noch kein Gas gefunden, das ist gut. Das würde ich lassen. Ja, das würde ich auch lassen. Koloss jetzt hier, ne? So von wegen. Ja, jetzt los, oh, Drill! Schöne Monkey Island Musik gerade. Aber nur mal so ein. Das passt so super zum Meta, dieses. Ich hab mit den, auch manchmal eine Vögel, die so brüllen und so. Alter, wie viel Quarz hier ist, das ist ja unglaublich. Ja, hier auch. Das ist Wahnsinn, wozu brauchen wir das? Gar zum Level Farm. Das gibt schön Level. Ich bin jetzt schon Level 21. Okay, cool. Und bin mit Level Quarz 5 hier reingelaufen. Super. Ja. Habt ihr gesehen, dass ich die Kiste hinten im Lager umgestellt habe? Ja. Übrigens, die war nämlich. Unannehmbar. Unannehmbar war das, ey. Ja gut, habe ich jetzt nur mal eben so auf die Schnelle gemacht. Moment, auf welche Achse bewege ich mich gerade? Du kennst mich, ich scheiß auf. Ja, ich weiß. Schönheit. Ich pack das wieder aus, ey. Malle? Hm? Versuch du dich mal auf der Z-Koordinate ein bisschen zu bewegen. Ich bewege mich jetzt gerade hauptsächlich auf der X-Koordinate. Du, ich bewege mich gerade gar nicht, weil ich in so einer kleinen Bucht bin, in so einer kleinen Höhle, wo hier überall Quarz ist. Aber das kann ich gleich gerne machen. Ja, weil je schneller wir eine Festung finden, desto besser. Oh, Metro-Musik. Alter, überall Quarz. Ich habe jetzt teilweise einen kompletten Soundtrack von. Ich habe jetzt einen kompletten Soundtrack von Legend of Zelda. A Link Geil. Between Worlds. Ja, den habe ich bekommen von Nintendo Club. Kennst du den? Wo du deine Punkte, wenn du ein Spiel kaufst? Ja, sagtest du mir letztes Mal schon. Ja, habe ich jetzt. Stand auf einmal bei Facebook, ja, von wegen hier. Soundtrack gibt's da und kostet nur 3000 Punkte. Ist ja auch nicht wenig, ne? Der Soundtrack, den ich gerade höre von Metro, ist saugeil. Oh, kacke. Metro habe ich nicht gespielt, ey. Oh, musst du mal machen. Hammergeiles Spiel. Glaube ich, aber. Ich hab's, aber hab nicht. Selber auch noch nicht gespielt. Ich hab voll viel, der aber. Der zweite Teil, normalerweise heißt es ja immer, dass der zweite Teil immer schlechter ist als der erste. Aber ich weiß gar nicht, welchen ich von Metro echt besser finde, weil der zweite ist auch schon richtig geil. Ich würde jetzt gerne dieses ganze Quarz hier mitnehmen, allerdings höre ich einen Gast. Ja, den höre ich auch die ganze Zeit. Was ich im Moment viel spiele? Minecraft. Saints Row 4. Obwohl, Saints Row 4 habe ich jetzt auf PS4 auch schon durch. Ich habe es auf PS3 durchgespielt, auf PS4 fast Platin. Ach ja, ich habe hier das neue. Nochmal so nebenbei kurz, aber zum Unterbrechen, bevor ich es vergesse. Ich habe einen Tipp auch von den Zuschauern gekriegt, dass man wohl ab der 1.8 nicht mehr unbedingt 30 Level braucht zum Verzaubern, da man auch Lapis Lazuli ausgibt. Ich weiß jetzt nicht, ob es 100% stimmt. Ja, das mit den Leveln soll ja jetzt irgendwie. Hier billiger geworden sein. Genau, billiger geworden sein. Ich bin gespannt, ob das funktioniert oder ob man trotzdem noch 30 Level braucht plus Lapis Lazuli. Was sagt die Zeit eigentlich? 13,5. Okay. Nein, meine Spitzhacke ist kaputt. wo bin ich jetzt hochgekommen? Mag ja riesen offene Fläche, aber keine Festung. Das ist doch zum Kotzen. Bisschen, ne? Und nun 25. Warum habe ich gerade 180 FPS? Ich habe 22. Ich habe einen Aufnahmetest für Sims 3 gemacht. Da hatte ich im Ladebildschirm 600 Frames. Ja, läuft. Ein Glück kann man den Netherstein auch so schön mit der Hand abbauen. Ja. Alter, das ist so krass mit Sims. Ich kann das mit Fraps aufnehmen und das läuft bei, was ist das für eine Auflösung? 700. Was mach ich nicht 720, überhaupt? Mehr als 720, aber nicht 1040. 1024. 700. Achso, also, ja, Dennis, nee, ist 1024, diese 16 zu 9. Nee, oder was das ist ein 16 zu 9, aber keine 720, sondern ein bisschen größer. Ich weiß nicht, bei Sims ist das komisch eingestellt. 768 oder so. Ach so, das ist so Laptop-Auflösung ist das. Ja, irgendwie sowas kann er nur. Ich habe keine Ahnung. Das 720 macht er nicht mal, steht nicht drin. Total die Verarsche, ey. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier wieder rauskomme. Wo bin ich hier reingegangen? Auf jeden Fall. Brauchst du die Koordinaten? Ja, du, ziemlich lustig. Das Problem ist, ich habe keine Spitzhacke mehr und weiß gerade nicht, wo ich hier reingekommen bin. Oh, wow. Wie kann ich so blind sein? Ich laufe direkt an der Festung vorbei. Oh, geil. Jetzt schon eine Festung, yeah. Scheiß Seelensand. Lass mich laufen. Bin auch überlegen, ob ich Sims 3 Let's Play, ey. Hat ja eine große Fanbase, ne? Ja, oh. Eigentlich schon. Ja. Und es läuft flüssig, also auf diesem komischen Format. Also auch HD, sag ich mal. Ist ja HD. Ja.
Und auf High-End-Einstellung alles. Hm. Also alles Schieberegler hoch und es läuft flüssig. Das mit 30 bis 60 Frames. Da ist schon eine Lohe, das ist sehr gut. Ja, super. Aber erstmal muss ich auf die Festung kommen. Ich habe keinen Bogen, das ist kacke. Da. Ich glaube, ich sehe die Festung. Warte, ich habe mit TNT gespielt. Ja, super. Na komm, Lohe, na komm. Die kommt mir näher, das ist gut. Okay, jetzt sehe ich sie brennen, das ist nicht gut. Oh, yeah. Wow, wow, wow. Der Soundtrack von hier. Macker 4 Lohn auf einen Haufen, ist richtig. Hast du den Soundtrack von Deponia? Nee, ist da glaube ich nicht mit drin, aber das hier ist gerade Nadel und Faden. Hier, hast du Nadel und Faden? Ach du Scheiße. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Richtig nice, der Song, ey. Ja. Oh shit. Ist schön. Nein, du gehst. Danke an Poki oder an so. An den lieben Poki, ja. Und so ein geiles cool. Team. Komm schon näher, du Drecksack. Ich bin Hammel, ey. Hier. So, das ist die Netaf. Jawohl, er ist tot und ich hab einen Lohnstab. Geil, jetzt brauchst du nur noch ein paar mehr. Ja, da hinten waren gerade eben 4 Stück auf dem Haufen, aber ich weiß nicht, ob ich mich da reintümmel. Jetzt ist er despawned. Okay. Hat sich erledigt, er ist weg. Müssen wir mal gucken, was wir an Tränke brauen müssen, ne? Stärke, Heilung, Regeneration. Brauchen wir aber nicht Schadenstränke, oder? Nee. Aber nee, Stärke 2 würde ich auf jeden Fall sagen. Bräuchten so eine Zwille, womit man Wurftränke schießt. Und Netawarzen. Ja, bring mit. Ich baue dir daraus eine Farm. Ja, Malle hat ja das Quarz, ne? Den Seelensand. Ja. Gut. Wenn ich hier nochmal rausfinde. Ich bin hier auch gerade bei einer Festung. Ich hoffe mal, das ist dieselbe. Ich glaube aber nicht, weil ich bin relativ weit gelaufen dafür. Oh, Knarf. Ich suche jetzt einen Lohnspawner und da hinten ist einer, aber bedeckt mit Lava. So, Leute. Wenn ich Pech habe, war's das. Ja, bei mir auch. Ja, seid vorsichtig, ey. Ja, und zwar ist das mit dem Projekt. Wir brauchen noch verdammt viele Magma-Schleims, ne? Also mindestens 13 Stück. 13? Wenn jeder ein so ein Ding droppt, oder? Ja, das wollte ich eigentlich Malle vorhin schon gegen den Kopf werfen. Malle, nee. Wir brauchen noch ganz viel Lava-Schleims, ey! Ja, wir brauchen die halt für die Enden der Augen. Um das Portal später zu aktivieren. Ja. Und davon musst du auch noch voll viele finden, um die in die Luft zu werfen, ne? Einer reicht. Man muss sie nur immer wieder einsammeln. Ja! Okay. Hier ist unser Portal! Jetzt sag nicht, da ist eine Festung direkt neben unserem Portal. Doch. Oh, leck mich und ich laufe hier 10 Kilometer. Oder relativ. Hä? Wo war denn jetzt? Ja, da ist er. Wenn ihr wüsstet, ich war in der Savanne. Ich hab Schafe gekloppt. Und Akazienholz. Wow, sind 2 Spawner. What the fuck? Und das war saugefährlich, ey. Ich baue uns mal kurz so ein paar Hinweise. Wie wär's, wenn du mal hierher kommst, du scheiße Lohe? Boah, 3 Stück. So, und schub, ich geh wieder in die richtige Welt. Ich könnte guten Bogen gebrauchen. Okay, bring ich den mit. Und noch einen Lohnstab, sehr gut. Lohnstäbe brauchen wir allerdings auch für Stärketränke. Das Blaze Powder, ne? Ja. Puder davon, ne? Das Schöne ist, ich habe jetzt das komplette Eisen vorhin für die Rüstung verbraucht. Wo greift der dann an hier? Oh, scheiße, hier sind Lava-Löcher. Also ich, wow. Spawn halt in mir drinne. Okay, bei mir ist gerade pure Action. Ja, sei vorsichtig. Bei mir ist nur Actionmusik. Das können wir nicht gebrauchen, wenn du nur gehst irgendwie, ne? Also und so, ne? Und. Nee, ich habe erst ein Herz verloren. Irgendwas greift mich an, aber ich sehe es nicht. Und es sieht mich anscheinend nicht. Aber greift trotzdem an. Pigman. Wo bist du denn? Au, wow. Du kommst du da relativ alleine klar? Ich komme gerade alleine klar, ja. Weil wir haben nämlich kein Eisen mehr, dann gehe ich jetzt mal ein bisschen farmen. Okay. Ich wollte gerade schon fragen, warum Malle, warum brauchst du eigentlich Gold in der komischen Kiste da hinten? Fiel mir gerade so ein. Und dann fiel mir ein, ach hier, für Äpfel. Ja, was meinst du, was das eins der ersten Dinge war, die ich gegessen habe hier? Äpfel. Oh, super. Ja, ich habe das habe ich aber auch in deiner Aufnahme gesehen.
Ja, direkt am Anfang irgendwo, wo ich Bäume fälle und dann Äpfel. Ich esse nicht mal Äpfel in Real Life, weil ich so faul bin oder keinen Bock drauf habe oder so. Gemüse gibt es nicht. Fleisch ist mein Gemüse. Ja. Fleisch ist mein Gemüse, das ist auch gut. Naja, ich als Fleischer muss Fleisch essen, ne? Also. Fleischer? Ja. Auch interessant bestimmt, oder? Och ja. Na gut, ich bin jetzt nicht in so einem Schlachtbetrieb, wo ich auch Tiere töte. Ich bin eher so in dem Betrieb, der das verfeinert. Also so Großmarkt. Verwursten und sowas alles so. Nee, Wurst mache ich auch nicht. Also ich bin jetzt in so einem Einkaufszentrum, ne? Wie bitte? Also in so einer Einkaufskette bin ich, wo man dann halt auch im Tresen viel verkauft und so. Ach so, in dem Laden? In dem Laden, ja. Also in dem Laden der Fleischerei. An einer Fleischertheke oder so. Genau. So im Hintergrund. Hast du Kinderwurst? Ja, haben wir auch. Und Applewurst? Applewurst? Applewurst. Ich habe jetzt 8 Lohnstäbe, reicht das? In meiner Stadt haben wir auch einen großen Laden, einen ganz großen Magma. Moment. Wir brauchen gar keinen Magma-Schleim für die Augen. Wir brauchen das Feuer aus den Blaze Rods. Also aus den Lohnstäben. Man kann ja einen Lohnstab in diese Flammen da. Blaze Powder? Ja, Dingens. Nee, die Schleims lassen doch diese Feuerkugeln fallen, ne? Diese komischen. Diese Magma-Schleims, waren das die man fürs Auge braucht oder das, was man aus dem Lohnstab kriegt? Ich guck mal eben nach, was das so macht. Mach das. Minecraft. Und ich würde auch sagen, wow. Ey, diese Texturen hier, ne? Die gehen mir voll auf den Sack. Ich sehe gar nichts. Ich würde aber auch sagen, wir beenden jetzt die Folge. Ja, warte. Ich bin nämlich gerade mitten in einer Höhle. Ich habe jetzt 10 Blaze-Stäbe. Na, eben stand dieses Eisen hier dran. Also erfolgreich war die Folge für mich. Ich kann anfangen mit Tränke brauen. Mussten wir nur die nötigen Sachen zusammen. Quasi so oder so, finde ich. Schon alleine mit den ganzen Leveln. Ich bin jetzt Level 28. Ich 22. Na komm, eine Reihe. Wo greift denn hier die ganze Zeit dieser... Ja, keine Ahnung. Okay, da gehe ich nächste Folge forschen. Ich sehe nichts. So. 11 Lohnstäbe. Ich muss. Ich studiere gleich. Eigentlich nicht. Schleims waren es nicht? Schleims bringen Magma-Creme. Die brauchst du aber nur zum Brauen. Für Feuerresistenz. Meine Weg, können wir die Folge dann beenden. Guck mal, was du für ein Endeauge brauchst. Und das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Musiker, Monkey Island, Musik. Gut. Würde ich sagen, recht vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Schaut bei den anderen Kanälen vorbei. Und ja, ich lebe jetzt, bevor hier die nächsten. Blazes kommen. Ganz genau. Cheerio. Und tschüss.